Grüß Gott, liebe Leute, Sie befinden sich bei mir in der E-Bike-Erlebniswelt. Mein Name ist Erhard Mott und das ist mein Mitarbeiter, der Sigi. Genau. Wir haben eine ganz besondere Aufgabenstellung von einem Kunden gekriegt. Und zwar, der Mann hat seinen rechten Unterschenkel verloren. Das wurde ihm also hier abgenommen. Durch einen Krankenhauskeim kam die ganze Geschichte. Und er möchte aber unbedingt E-Bike fahren. Wir haben uns das lange angeguckt, ob wir es überhaupt lösen können, diese Aufgabe. Und siehe da, es geht auf Basis eines Vitalis, weil Vitalis ja bekanntlich einen Antrieb haben, der nicht über Kraft, sondern über einen Drehsensor funktioniert. Das zeige ich mir Ihnen jetzt gleich. Und wir haben auch ausprobiert, ob er mit dem rechten Bein noch treten kann. Aber nein, das geht nicht, denn die Prothese, die er braucht, würde beim Drehen wackeln und dadurch würde dieser Einsatz der Prothese, ich habe mir das angeguckt, also die wird dann so drüber gestülpt, das würde mit der Zeit ausleiern, das geht relativ schnell, so dass er dann so alle 4 Wochen eine neue Prothese bräuchte und es ist super schwierig. Also haben wir uns entschieden, die Lösung zu wählen, dass sein rechter Fuß fest hier daneben draufsteht, der muss sich also nicht bewegen beim Drehen und mit dem linken führt er dann, mit dem linken Fuß führt er dann das Pedal, das übrigens in einer Schlaufe drin steht. Also das ist ein Schuh. Der Sigi erklärt jetzt einmal Gott, welche Aufgabestellung wir da hatten, damit wir das technisch lösen können. Er tritt ja nur mit einem Bein, der rechte steht. So, also Sigi, was hast du gemacht? Also die Aufgabestellung war eben dann erstmal die Fußraste zu montieren am Rahmenrohr und das Ganze dann eben verdrehsicher, weil der Hebel, der ansetzt, ist ja relativ lang. Dann ist es eben verstellbar hier und damit es eben nicht verdrehen kann, ist dann unten ein Blech angeschraubt und das alles eben dann stabil verschraubt. Das war mal so der erste Teil zur Fußraste, die ja dann eben feststeht. Der zweite Teil war dann eben, dass das Pedalieren für den Kunden möglich ist, die Kurbel abzusägen, also die den Tretkurbelarm abzusägen und dann nach hinten eben mit einer Feder immer wieder gegenzuziehen, damit eben dann das rund läuft. Hinten dran ist dann eben noch eine Halterung, wo dann eine Vorspannung der Federspannung möglich ist. So, das war dann so im Groben die Aufgabenstellung. Nicht ganz einfach war hier, die Achse so auszurichten, dass sie nicht hin und her pendelt, weil die Drehkurbel, die dann abgeschnitten wird, schräg reinläuft. Also wir haben das auch hingekriegt und zwar sehr stabil, sodass es also wunderschön läuft, ohne dass es hin und her wackelt. So, und wenn man da jetzt also tritt, dann geht er mit dem linken Fuß daneben rein in das Schlaufepedal und sobald er aufhört zum Treten, zieht nun die Feder das Pedal wieder nach oben und er gibt also immer nur einen Impuls. Zack, und schon beginnt das Ganze sich wunderbar umzubewegen. Das Schlaufenpedal aus dem Grund, da kann dann gleichzeitig noch den Fuß mit hochziehen und das verhindert, dass der Fuß abrutscht. Ja, das Ganze jetzt mal mit Antrieb. Ich schalte jetzt mal hier den Antrieb ein und zwar, ich beginne jetzt wieder zu treten und siehe da, der Motor setzt ein. Und er würde jetzt in etwa mit einer Geschwindigkeit von 12-13 km/h dahin fahren. Man kann jetzt das Ganze noch über einen Drehgriff manuell situativ die Geschwindigkeit verändern oder mit Tempomat natürlich, dass man hergeht und erhöht die Geschwindigkeit nach Belieben. So, da wir auch noch eine Achtgangschaltung verwenden, übrigens ohne Rücktrittbremse, denn er muss ja beim Aufsteigen sich das Pedal so hinstellen können, dass er losfährt. Bei der Achtgangschaltung, die ist sehr lang übersetzt, sodass er da auch nicht so hohe Trittfrequenz treten kann, im achten Gang bequem so bei 20 km/h gemütlich mittritt. Und dann läuft das Rad dazu dahin, ohne Anstrengung. Sein Fuß steht daneben und drauf. Und damit Sie das mal sehen, wie das in der Praxis funktioniert, der Proband ist der Sigi, ich werde filmen. Und dann fahren wir eine kurze Strecke und dann sehen Sie, wie das Ganze funktioniert.
kleiner Anstieg, der ja im Grunde genommen gar nichts ausmacht, dem Fiddeli, da zieht er einfach durch. Sigi, gib mal Gas! Ja, und schon geht's los. Aha, er hat also dann zu schnell gedreht und das ist in der achte Gangschalter. Machen wir ein wenig langsamer. Das schafft noch einmal. Das fährt er mal einfach fort. Ja, ich habe da echt Probleme, da hinterher zu kommen, weil die Antriebe sind ja gleich schnell. Und er hatte da in dem Sinn, was die Geschwindigkeit anbelangt, ja keine Einschränkung. Der Sigi fährt jetzt noch einmal den Berg hier hoch. Das ist so ein kleiner Anstieg. Und Sie können ganz deutlich sehen, wie einfach das geht. Er schwankt nicht und macht nicht und strengt sich nicht an. Der Fuß geht einfach rund mit. Sigi, wir haben jetzt eine Probefahrt gemacht. Wie ist denn dein Eindruck von der Fahrt? Vom Fahrverhalten, von der Leistung, vom Fiddeli und so weiter? Also der Eindruck auf der Probefahrt war jetzt, es unterstützt optimal, gleicht also dieses Handicap eben aus. Und man kann wirklich ruhig und eben in der Geschwindigkeit mitfahren, wie eben eine normale Fahrradtour läuft. Ne? Von der Sitzposition her, gab es irgendwelche Einschränkungen, Beschwerde oder so? Nee, keine Einschränkungen. Es ist eben so angepasst, dass man dann eben bequem drauf sitzt. Ja, prima. Also mir empfehle Ihnen jetzt nicht ein Bein zu verlieren, sondern wenn Sie eins verloren haben, dass Sie dann einfach zu uns kommen können und dann finden wir auch für Sie eine Lösung. Wahrscheinlich. Und der Sigi wird es dann anbauen, gell? Das Schöne als Mechaniker ist dann eben, dass alles ganz nah passiert. Also sprich eben, man kriegt dann vielleicht die Einschränkung mit, kann das dann am Fahrrad individuell umsetzen und für den Kunden eine Lösung finden. Und wenn man dann das Fahrrad übergibt dem Kunden und er zufrieden ist, dann ist das ein ganz freudiges Ereignis. Klasse. Schön, also dann. Bis vielleicht dahin. Tschüss. Tschüss.